Ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt sie es noch einmal mit einer kurzen Variante versucht. Nein, sie macht noch eine lange und sie geht ebenfalls so weit, das ist der Ausgleich, 9-9. Und jetzt der dritte Versuch, den von Diana Hirst. Wenn die Nerven versagen, ja, das ist hier so ruhig in der Halle während des Aufschlags, man kann den Regen draußen rauströpfeln hören. Und da heißt es 9-10 und damit der Satzball für Schneverding. Aus 9-7 mach 9-10. So die letzten Ballwechsel zu beschreiben. Und Martina Müller nun also erneut. Schwach. Haben wir Marowka aus dem Spiel genommen, Nörkel. Und der Satzgewinn für Schneverding. 9-11. So, auf geht's jetzt in Satz Nummer 3, 1-1 nach Sätzen. Martina Müller beginnt mit der kurzen Variante. Marowka nimmt den Ball und Nörkel mit dem 1-0. Hirst mit jetzt mit der Angabe für Schwerin. Da war sie nicht mehr dran und deshalb der Punkt für Schwerin 1-1. Cindy Nörkel.
war weg. Der war sehr gut geschlagen. Eigentlich von der Position her. Da kam niemand mehr ran, aber der Ball war aus. Und deshalb 2:1 für Schwerin. Und Diana Hürst mit dem 3:1. Cindy Nölkel. Nixdorf mit dem schlechten Heber sogar bis übers Netz. Marowke mit einem guten Schlag, aber Martina Müller und Diana Hörst regeln das. Und erneut die Chance, aber da kommt kurz rüber, aber da ist niemand mehr da. Drei zu zwei. Hörst bei der kurzen Variante. Und Nölkel bringt den Ball kurz rüber. Hörst hat ihn sicher. Nixdorf und Müller wird ihn jetzt, hat jetzt alle Möglichkeiten, spielt ihn kurz, macht es genau richtig. 4:2 für Schwerin. Nölkel. Nixdorf holt den Ball gut. Hermann. Jetzt im Spiel. Legt ihn auf für Martina Müller, die den Punkt macht für Schwerin. 5:2. Simone Hermann. Jetzt im Spiel für Maren Ludwig, die die Schneverdinger als Schwachstelle im Schweriner Spiel ausmacht. Und Hörst. Müller. Und den Ball und Hörst wird es dementsprechend sein, der den Ball überträgt als kurze Variante. Und 6:2 für Schwerin. Cindy Nölkel. Und Hörst. Ah, das war ein gewaltiger Schlag, aber der war zu weit. 6:3. Das war sehr, sehr gut von Martina Müller. Täuscht den langen Schlag an und Marowke geht einen Schritt raus und er erwischt die Müller auf dem falschen Fuß, macht das 7:3. Cindy Nölkel. Und Müller nimmt sich diesen Ball. Da ruft sie, hörst noch zu, weg, 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 das ist ihr Ball. Und dann schlägt sie ihn
wieder entgegen der Laufrichtung von Marowke zur Macht zu 3 ins Feld. Wenn sie den verschlägt, ist sie der Buhmann des Tages, so hat sie alles richtig gemacht. Wieder geht Müller, die hat jetzt Vertrauen gefasst. Diesmal nicht so gut. Der ist rüber und jetzt könnte. Und Müller versucht die Konfusion zu nutzen, die auf Schneeberdinger Seite da war. Und aber nicht. Hermann. Mit Glück. Nixdorf wird den Ball vortragen und Hürst wird ihn abschließen. Als kurze Variante in die Mitte. 9:3. Große Freude hier beim Schweriner Publikum. Schöner Ballwechsel, 9:3 für Sparin. Cindy Nölkel. Müller hat ihn, Hermann holt ihn und Hürst bringt ihn rüber. Und das ist gefährlich. Das war super gelöst von den Schwerinern, aber Marowke. Sicher, war aber im Netz. Punkt für Schwerin. Zehn zu drei. Satzball. ESV Schwerin. Und das jetzt verdammt deutlich. Nöckel. Langer Ball nach rechts aus. Sie rufen aus. Der Ball ist aus und damit geht der dritte Satz an den ESV Schwerin. 2:1 Satzführung.